Ein neuer Tag im Ghetto. Jetzt fahren wir mit dem alten Kutter. Das ist ein Manöver. Das schaut schon ganz vielversprechend aus mit dem flackernden Licht da oben. Ein bisschen Schamhaare. Schamhaare am Bett gehen, wirklich nicht. Ich habe euch sicher schon gewundert, wieso so wenig Videos raufgekommen sind. Warum, wieso, weiß ich nicht. Das geht euch eigentlich überhaupt nichts an. Fakt ist, dass wir jetzt auf einem Roadtrip nach Italien sind. Und zwar fahren wir zur Amalfiküste. Wir befinden uns gerade hier am McDonald's am Fackersee an der Maria Geiler Straße. Es ist immerhin wunderschönes Wetter zum Spazierenfahren. Ich nehme euch mal mit auf den Weg nach Italien zu den Spaghettifressern. Wir sind nun angekommen hier in Padua. Mal sehen, ob wir auch etwas Pizza bekommen. 22 Uhr ist es jetzt. Ich glaube, da schaut so aus, als wäre da Essen da. Ja, 22.30 Uhr. Die haben schon bereits Essen bekommen. Ich mein Bier. Die Pizza kommt baldigst. Jetzt habe ich meine Pizza, jetzt kann ich essen. So, jetzt sind wir beim Hotel angekommen. Best Western. 69 Euro die Nacht. Spontan gebucht. Sehr gut. Jetzt sind wir hier. Hier ist das Bad. Na, schönes Bett. Ein großzügiges Kinderbett. Schauen, wie es hier aussieht. Aha. Blick aufs Ghetto. Lustig, wenn man für die Roomtour die Familie draußen lässt. Das Kind will auf diesem Bett schlafen und wo wir dann der Papa schlafen? Wo schläft der Papa? Okay, super. Ariana, hast du dir gerade hier die Hände gewaschen? Ja. Da wäscht man sich normalerweise den Popo. Nein. Na doch, da wäscht man sich den Pop. Aber auch die Hände. In deinem Fall schon. Guten Morgen, Leute. Servus. Also, ihr seht, ein neuer Tag im Ghetto. Coole Mauer. Stadt eher weniger cool. Also, ich habe mir jetzt ein paar Sehenswürdigkeiten in Google angeschaut und anscheinend ist diese Stadt nicht so interessant. Daher verpissen wir uns jetzt nach Venedig, weil es ja gleich um die Ecke ist. Wir sehen uns dort. So, jetzt seht ihr unsere Rennkutsche. Geile Sticker waren drauf, die habe ich aber Gott sei Dank wegbekommen. Hier hinten eine Rennflagge, damit das Ganze auch ziemlich sportlich aussieht. Was sagt ihr dazu? Schon richtig krass mit der Anhängerkupplung. Ja? Also es sind ca. 32 Minuten, 36 Kilometer nach Venedig von Padua aus. Also los geht's! Also wie ihr seht, die Stadt ist jetzt nicht richtig der Burner, daher fahren wir nach Venedig. In Italien auf den Autobahnen fordern sie dich zu jeder Gelegenheit auf, mal etwas zu zahlen. Schauen wir mal, wie viel es ist. 61 geht ganz gut. Ja, Rititare, keine Ahnung. Sind doch einige, die den gleichen Gedanken geführt haben wie wir, mal einen Sprung nach Venedig zu machen. Ja, die Schlange fängt für uns jetzt hier an. So, jetzt haben wir sich einen Parkplatz gefunden. Circa eine Stunde haben wir danach gesucht. Jetzt machen wir sich auf den Weg zum Markusplatz. Entweder wir nehmen den Zug oder die Fähre. Zu Fuß wollen wir nicht gehen, weil wir haben hier eine Schwangere und ein Kind. Und ein Schlitz mit Rückenschmerzen. Jetzt entschieden für diese 30-minütige Fahrt mit der Fähre. Die Fähre kostet pro Person 7,50 Euro für die Hinfahrt und 5 Euro für die Rückfahrt. Und Kinder sind gratis. Jetzt fahren wir mit dem alten Kutter auf den Markusplatz. Das habe ich mir auch gedacht.
jetzt sind wir hier fast beim Markusplatz angekommen. Jetzt hat das Kind auch ein Spielzeug, zeig mal her. Runtergehandelt von 5 Euro auf 1 Euro, also lasst euch nicht abzocken, Leute. Obwohl dieser Mist ist eh nur 5 Cent wert wahrscheinlich. Das ist ein Manöver. So, jetzt haben wir sich irgendwo hier in der Seitengasse etwas zu essen gesucht. Eine Pizzeria, wie immer. Ein Eistee. Und ja, mal sehen, wie das Essen ist. Prost! Das Essen ist mal da. Immer wieder die gleiche Pizza. Pizza Salami mit etwas Ei. Und Spaghetti. Knoblauchbrot. Ja, das Essen hat gut geschmeckt, kostet halt zweimal so viel wie in Padua. Also man merkt schon in Venedig, dass die das etwas ausnutzen. Und ja, wir sind jetzt am Markusplatz und erkunden ein bisschen die Gegend. So, wir begeben uns jetzt langsam vom Markusplatz wieder zurück zum Boot. Eventuell holen wir sich vor der Bootsfahrt noch ein Eis und ein paar Souvenire. Und bis dahin schauen wir so richtig happy, happy family aus. Eis-Check, Bier-Check, Souvenir-Check. Nun verpissen wir uns wieder zurück zum Auto. Wie gesagt, es war ein spontaner Kurztrip nach Venedig, weil Padua eben so langweilig war. Jetzt fahren wir kurz nach Florenz. Dass wir halt weiterkommen, fahren wir jetzt los. Bis gleich. So Leute, jetzt sind wir auf irgendeinem Rastplatz hier, Autogrill, keine Ahnung. Und ja, wir haben jetzt ein Hotel gebucht, welches 30 Euro, seht ihr das? Falls nicht, ist es mir auch egal, ob ihr seht. Also um 30 Euro haben wir jetzt ein Hotel gebucht. Mal schauen, es ist bei Booking.com bei 5,4 Sternen. Also sehr, 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 sehr mies und schlecht, aber es ist eigentlich nur schlecht bewertet, weil es zu heiß ist im Sommer. Und ja, es ist anscheinend der kälteste Mai die letzten 30 Jahre in Europa. Daher werden wir es heute wohl aushalten. Also wir sind ja kurz nur da und schlafen dort. Also seid gespannt. Bis dann! So, jetzt sind wir beim Hotel angekommen. Schaut schon ganz vielversprechend aus mit dem flackernden Licht da oben. Wie in einem Horrorfilm, ne? Naja, mal sehen. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Jetzt sind wir im Hotellift. Haben ein bisschen Holz bekommen. Check-in war ziemlich schnell. Alles erledigt in 2 Minuten. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie es im Zimmer aussieht. Jetzt schauen wir mal rein. Riecht sehr verraucht. Ja. Also,
30 Euro mit Frühstück. Schauen wir mal, ob das Bad sauber ist. Ist das Bad sauber? Ein bisschen schon. Es ist ein bisschen desolat, wirkt jetzt nicht so wahrscheinlich auf der Kamera, aber es mieft hier extremst. Die Frau ist nicht so begeistert, wie ihr seht. Schauen wir, was wir für eine verblüffende Aussicht haben. Gar keine. Wollt ihr nochmal den schönen Gang draußen sehen? Wir haben das Geld jetzt zurückgefordert, also ja, wir haben noch ein paar Sachen entdeckt und zwar, das blende ich euch jetzt ein. Und ja, es waren ein paar Schamhaare, mal da, mal dort, also ein bisschen am Bett und ein bisschen mal auf der Toilette und da, wo man halt den Popo wäscht. Also richtig ekelhaft. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Ist die Frau glücklich? Ja, jetzt schon. Nein, Schamhaare am Bett gehen und wirklich Schimmel. Nicht. Schimmel auch, ja, Schimmel. Das sind halt keine Zustände für eine schwangere Frau und ein Kind. Und das ist, ich meine, ich alleine als Mann halt's aus, aber die Schamhaare sind mir auch etwas zu heavy. Ja, also wir sehen uns im hoffentlich besseren Hotel. Bis dann. Ja, also jetzt haben wir es sich ein bisschen bequem gemacht hier in dieser Pizzeria. Haben ein bisschen Hunger bekommen von dieser Sacca-Orge im letzten Hotel. Also ja, wie gesagt, storniert ist das auf jeden Fall und wir haben jetzt irgendwo am Flughafen so ein Off-Hotel gebucht. Es war noch ein Zimmer frei und ich denke mal, es wird ein bisschen besser dort sein, weil das ist eine Hotelkette und da passt meistens alles. Ziemlich viel Protein. Die Italiener freuen sich über ein Tor und ich freue mich über die Eier. Zwei Eier. Ja, hier sind noch ein paar Sehenswürdigkeiten neben dem Restaurant. Und ja, jetzt zischen wir ab zum Hotel. Jetzt sind wir beim neuen Hotel angekommen. Jetzt schauen wir ob uns eine Sacca-Party wie beim letzten Hotel erwartet. Oder auch nicht. Schaut schon ganz anders aus, wie ihr seht. Ja, da ist es ja doch manchmal besser, eine Hotelkette zu nehmen, als irgendein Bildscheiß. Manchmal geht's gut, manchmal eben nicht. Und, Leute, ist das Zimmer besser? So Leute, also ich denke mal, ich werde diesen Vlog hiermit beenden und mache den zu Teil 1. Teil 2 fängt im nächsten Video an und zwar geht es morgen nach Pisa und ihr könnt gerne dabei sein oder auch nicht, ist mir scheißegal. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bisher geschaut habt und tschüss! Und jetzt machen wir sich eben auf den Weg. Machen wir uns eben auf den Weg nach scheiß Italien. Da drückst du in den Sitz. Die Privatsphäre als Familienvater. Sag mal hallo. Hallo. Toll. Ja. Ernsthaft? Es ist viel besser. Also, ernsthaft? Ich glaube, ich habe Blasen. Ernsthaft? Ich habe zwei Eier. Schau, ich habe zwei Eier. Du hast gar keine Eier. Du hast keine Eier, hier. Form, wo man eben erklärt, wo man... Spontan gebucht? Wie funktioniert das? Ah, ich Idiot. Geht schon? Nein. Alter. Jetzt da. Nein.